vergrößern, verkleinern. Ab nächstem Jahr Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, Christian Andresson. Urheberrecht Getty Images unter Nikolai Jacobsen avancierten die Rhein-Neckar-Löwen zum Spitzenteam. Ab kommendem Sommer übernimmt nun Schwedens Nationaltrainer Andresson. Führungswechsel bei den Rhein-Neckar-Löwen, der Isländer Christian Andresson übernimmt ab der Saison 2019/20 einer Dekasekunde-Traineramt beim Handball-Wiesemeister und amtierenden DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen. Der 37-Jährige löst im kommenden Jahr Erfolgscoach Nikolai Jacobsen ab, der sich ab diesem Zeitpunkt ausschließlich auf seinen Posten als dänischer Nationaltrainer konzentrieren wird. Andresson unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022. Der frühere Rückraumspieler trainiert derzeit noch die schwedische Nationalmannschaft, mit der ihm zuletzt die Qualifikation für die WM 2019 gelungen war. Andresson wird seine Aufgabe als Nationaltrainer nach seinem Amtsantritt beim zweimaligen deutschen Meister noch ein Jahr in Doppelfunktion ausüben. Im vergangenen Januar führte er Schweden in Kroatien zu EM-Silber. Ich komme zu einem Club, der in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen hat, sagte Andresson. Diese positive und erfolgreiche Geschichte möchte ich fortsetzen und weitere Titel mit den Löwen gewinnen, auch wenn die Fußstapfen von meinem Vorgänger sehr groß sind, Oliver Rogisch, sportlicher Leiter der Badener, sagte, mit Andresson einen absoluten Top-Trainer verpflichtet zu haben. Er steht für den schnellen, modernen Handball und wird die erfolgreiche Arbeit von Nikolai Jacobsen bei uns fortführen, sagte der frühere Nationalspieler. In seiner aktiven Zeit hatte Andresson 13 Länderspiele für sein Heimatland bestritten und stand dabei unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen auf dem Parkett. Aufgrund einer schweren Knieverletzung musste er seine Karriere jedoch im Folgejahr frühzeitig beenden. Jacobsen formt der Löwen zum Spitzenteam. Unter Nikolai Jacobsen hatten sich die Rhein-Neckar-Löwen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Neben dem DHB-Pokal in der jüngst abgelaufenen Saison holte seine Mannschaft je zweimal den DHB-Supercup sowie die deutsche Meisterschaft.